Gut, ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend zu dieser Veranstaltung. Es handelt sich um unsere International Economic Policy Lecture Serie, also eine Veranstaltungsreihe, die wir vor etwa 2 Jahren angefangen haben. Und die Idee dieser Veranstaltungsreihe ist, dass wir wirklich prominente Politiker und Ökonomen nach Würzburg bringen, damit Sie als Studierende diese Menschen auch persönlich kennenlernen können und damit Sie natürlich auch die Möglichkeit haben, entsprechend spannende Vorträge zu bekommen. Ich kann ja mal vorlesen, wen wir schon alles hatten als Vortragsredner. Wir haben die Reihe begonnen im Jahr 2018 mit Sigmar Gabriel. Wir hatten dann im Jahr 2019 Ottmar Edenhofer, Hans-Werner Sinn, Gabriel Felbermayr. Im Jahr 2020 hatten wir Bernd Vizenberger und, was auch eine sehr tolle Veranstaltung war, dann Peter Altmaier, den Wirtschaftsminister, und dann kam Corona. Wir hatten dann nochmal einen Vortrag von Sigmar Gabriel, muss man sagen, im Sommersemester, hat dann nochmal eine zweite Vorlesung gemacht. Und jetzt haben wir das Jahr 2021 und beginnen also die Vortragsreihe in diesem Jahr. Und es ist total schön, dass wir Achim Truger hier als Redner begrüßen können. Leider haben wir ihn eben jetzt nicht in Würzburg so richtig, sondern eben nur online, aber das ist eben das Leben in Zeiten von Corona. Und ich hoffe, dass wir vielleicht auch mal dann in normaleren Zeiten auch mal die Möglichkeit haben, Achim Truger auch mal in Person nach Würzburg zu bekommen. Achim Truger, zu dem habe ich ein besonderes Verhältnis, einfach deswegen, weil er mein direkter Nachfolger im Sachverständigenrat ist. Ich bin im Februar 2019 ausgeschieden und Achim Truger ist direkt mein Nachfolger. Vielleicht ganz kurz den Lebenslauf. Herr Truger hat in Köln VWL studiert, hat dann auch ein Seminar für Finanzwissenschaft 1997 dort promoviert. Er war von 2005 bis 2012 Leiter des Referats Steuer- und Finanzpolitik am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Von 2012 bis 2019 war er Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und seit 2019 ist er Professor an der Universität Duisburg-Essen. Achim Truger ist so nett, dass er uns heute die wichtigsten Inhalte des Sachverständigenratsgutachtens vorträgt. Dieses Gutachten ist ja extrem dick, wenn man das hier sieht. Das hat, glaube ich, wenn ich mal nachgucke, Seiten, ich weiß gar nicht, mit Sonderseiten. Das hat ja, der reguläre Text hat gut 400 Seiten und dann kommt nochmal ein Anhang von 100 Seiten. Also das ist ein dickes, dickes Ding und ist viel Arbeit. Das kann ich aus eigener Erfahrung allen Beteiligten sagen. Also was glaube ich, viele nicht so richtig auf dem Bildschirm haben, ist, dass die Mitglieder des Sachverständigenrats ja wirklich hart dran arbeiten, dass da Seite um Seite liebevoll formuliert und umformuliert und auch gestritten wird. Es ist wirklich also kein Zuckerschlecken, diese Tätigkeit im Sachverständigenrat, auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, manchmal schon, aber manchmal auch nicht so sehr. Und es ist wirklich ein hartes Stück Arbeit, bis dieser Text dann fertig ist. Und es gibt dann auch ja die Möglichkeit, dass man als Mitglied des Rates auch jetzt einzelnen Teilen des Gutachtens kritisch gegenübersteht, Minderheitsquoten formuliert. Und auch da ist Achim Truger so ein gewisser Nachfolger von mir. Ich habe eigentlich, glaube ich, auch relativ lange dabei. Ich habe die meisten Minderheitsquoten zusammengebracht. Und Achim ist auch schon fleißig dabei, Minderheitsquoten zu sammeln. Und ja, soweit die Vorrede. Wir freuen uns alle sehr, dass Achim Truger jetzt für uns diesen Vortrag hält. Und Achim, bitteschön, du hast das Wort. Ja, lieber Peter, herzlichen Dank für die Einladung nach Würzburg, sehr geehrte Damen und Herren. Also ich freue mich, dass ich da bin, auch wenn es, wie gesagt, nicht vor Ort ist. Ich habe ja übrigens auch eine besondere Beziehung zu Würzburg. Mein Vater ist in Würzburg geboren und aufgewachsen. vor. Das heißt, das wäre für mich auch nochmal zusätzliche schöne Sache gewesen, nach Würzburg zu kommen. Aber das machen wir dann nochmal, wenn es wieder geht. Und für den ganzen die ganze Corona-Krise hoffentlich dann überstanden haben. Ja, Peter, du hast ja schon gesagt, ne, das ist das Ding, das hast du auch schon hochgehalten. Und es ist genau wie du sagst. Und na, es ist schon tatsächlich sehr viel Arbeit und die Phase dann im Oktober, wenn wir da intensiv 3 Tage, dann am Ende sogar 4 Tage die Woche daran arbeiten, ist schon sehr ja, auch stressig. Gut, aber es ist ja vorbei und jetzt habe ich die Freude, darüber ein bisschen was
zu erzählen. Also das Gutachten trägt den Titel Corona-Krise gemeinsam bewältigen, Resilienz und Wachstum stärken. Also dadurch, dass Peter Bofinger jetzt so angefangen hat, über die Ratstätigkeit zu sprechen, fallen mir jetzt eine Menge Sachen zu ein. Aber ich versuche mir doch zu verkneifen. Ich weiß nicht, also Kennerinnen und Kenner werden bemerken, das ist sicherlich das erste Gutachten, das den Titel gemeinsam im Titel trägt. Das ist schon was Besonderes und da sage ich dann gleich auch noch was dazu. Ich will auf im Wesentlichen vier Punkte eingehen. Einmal Vorbemerkungen und Struktur des Jahresgutachtens, dann das, was ja auch stark im Mittelpunkt steht des Gutachtens jeweils, die Prognose des Sachverständigenrates. Die ist jetzt natürlich schon 2 Monate alt und dann stellt sich immer die Frage, ist sie eigentlich noch aktuell? Da werde ich auch was dazu sagen. Und dann etwas zu Corona und den konjunkturpolitischen Maßnahmen in Deutschland. Und dann auch das, was Peter Wolfinger schon angekündigt hat, ein bisschen was auch zur Wirtschaftspolitik. Und da werde ich so ein bisschen die Frage aufwerfen, da habe ich im letzten Jahr schon mit angefangen, gibt es vielleicht sowas wie einen Strukturwandel des Sachverständigenrates? Und da kann man ja sagen, Peter Bofinger hat viele Minderheitsvoten geschrieben und die entzündeten sich ja häufig an dem, was ich jetzt einfach mal so den alten Sachverständigenrat nenne, wo eigentlich Strukturreformen, Deregulierung, Sozialabbau, Steuersenkungen, harte Konsolidierungen mit klaren Ansagen und zum Teil recht aggressiver Rhetorik vertreten worden sind. Und ich glaube, dass man jetzt doch in der letzten Zeit einige Änderungen sehen kann. Es ist hier eine Entwicklung und ja, werde dazu ein bisschen was sagen, werde auch mal die Minderheitsvoten kurz skizzieren und sagen, warum ich da abgewichen bin, warum ich aber auch glaube, dass eigentlich die Gutachten mittlerweile sich schon anders lesen, was natürlich vielleicht auch was mit einer anderen personellen Besetzung zu tun hat. Gut, aber das greife ich schon vor, können wir dann auch gerne darüber diskutieren. Vorbemerkung und Struktur, ja, da war ich schon dabei. Das ist jetzt also der Sachverständigenrat und auch jetzt das Bild für mich selber ändern, damit ich sehe, was man hier erkennen kann. Also das ist der Rat jetzt in Corona-Aufstellung von links nach rechts Monika Schnitzer, dann da hinten ich, Achim Truger, in der Mitte der Vorsitzende Lars Feld, Veronika Grimm und Volker Wieland. Und wir sind da aufgenommen auf dem Gang zur Kantine des Statistischen Bundesamtes, wie gesagt, mit Corona-Abstand. Und das Spannende ist eben tatsächlich, dass seit 2 Jahren jetzt doch ein erheblicher Wechsel stattgefunden hat. Ich bin letztes Jahr Peter Bofinger nachgefolgt, der nun selber 15 Jahre drin gesessen hat. Und in diesem Jahr sind Monika Schnitzer und Veronika Grimm nachgerückt, was natürlich nochmal eine ganz andere Besetzung jetzt ist und möglicherweise vieles auch ändert. Wobei ich ja selber gar nicht so gut sehen kann, was sich ändert, weil ich ja den alten Rat nicht komplett so kennengelernt habe. Okay, kurz zur Struktur. Das Gutachten beginnt immer mit der Konjunkturprognose. Das ist ja die wesentliche Aufgabe auch des Rates, dass er einmal im Jahr die Konjunkturprognose macht. Dann geht es über die Konjunkturpolitik kurzfristig zu den Kapiteln dann Europa, Produktivität und Digitalisierung, Klima- und Industriepolitik und demografische Entwicklung. Und da habe ich jeweils dazu geschrieben, MV, wenn es dazu ein Minderheitsvotum gab, in dem Fall jetzt von mir. Bei Europa ist es ein halbes Minderheitsvotum, da habe ich nur Minderheitsziffern geschrieben zu einzelnen Punkten und wollte nicht sozusagen mich gegen wesentliche Aussagen des gesamten Kapitels stellen. Und Sie sehen so ein bisschen, das beginnt halt mit der Konjunktur und den kurzfristigen Sachen, pandemiebedingte Rezession überwinden und geht dann über zu den langfristigen Herausforderungen. Und bei der Demografie sind das natürlich dann die ganz langfristigen Herausforderungen. Das ist so die Gliederung, wenn man so will, die Logik der Gliederung. Ich komme dann zur Konjunkturprognose. Ja, das ist natürlich im Augenblick besonders spannend. Gut, wenn man schon mal Konjunkturprognosen gemacht hat, und ich mache es jetzt auch schon seit mehr als 20 Jahren mit die Konjunkturprognosen und zwischenzeitlich auch mal sehr intensiv und jetzt wieder intensiv. Also jede Konjunkturprognose ist immer schwierig.
Aber natürlich ist jetzt in so einer Situation das nochmal einfach besonders aufregend, das einzuschätzen. Und wenn wir von der Arbeit sprechen, die der Rat hat und die die Räte haben, dann hat natürlich auch der wissenschaftliche Stab und auch die Geschäftsstelle beim Sachverständigenrat viel zu tun. Und insbesondere in so einer Situation können wir uns glücklich schätzen, dass wir so einen guten Stab haben, die so gut bei der Konjunkturprognose das alles immer schon vorbereiten und ja, für uns wesentlich aufbereiten. Gut, also was ist passiert? Es ist klar, die Pandemie hat voll zugeschlagen. Es hat überall auf der Welt mit leichter zeitlicher Versetzung Lockdowns gegeben in unterschiedlicher Intensität. Habe ich gleich auch noch eine Grafik dazu. Und für Deutschland hat das zum stärksten Einbruch in einem Quartal seit Einführung der vierteljährlichen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung geführt. Das war jetzt das Frühjahrsquartal, also das zweite Quartal 2020. Da ging es also um ungefähr 10% bergab. Das ist natürlich unglaublich stark. Es hat dann allerdings auch im Sommer, im dritten Quartal, eine sehr kräftige Erholung gegeben. Wobei klar ist, dass das Gastgewerbe und die anderen konsumnahen Dienstleistungsbereiche da noch weit entfernt waren von der Normalisierung. Und jetzt gegen Ende 2020 und in diesem Jahr verlangsamt sich die Erholung. Es ist auch eigentlich eher zum Stillstand gekommen. Es gibt wieder den Anstieg, es gibt die zweite Welle und neuerliche Einschränkungen überall auf der Welt und auch in Deutschland. Jetzt auch nochmal eine Verschärfung des Lockdowns. Was haben wir prognostiziert? Wir haben für das vergangene Jahr minus 5,1% Schrumpfung also prognostiziert das BIP und für dieses Jahr einen Aufschwung von 3,7%, also plus 2021. Und vom Verlauf her gehen wir davon aus, dass das Vorkrisenniveau erst Anfang des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird. Also das ist sozusagen jetzt die Prognose, die wir da abgegeben haben. Und die Frage ist, ist denn jetzt mit dem nochmals verlängerten und jetzt auch nochmal verschärften Lockdown ist es wahrscheinlich, dass wir bei den Zahlen bleiben können oder müssen wir nach unten korrigieren? Hat da unterschiedliche Signale gegeben. Ich will einfach mal für mich sagen, meine Einschätzung im Augenblick ist die passen. Wir werden im Frühjahr ja wieder eine Prognose machen. Ich sehe im Moment noch keinen großen Korrekturbedarf. Und das hängt damit zusammen, dass wir für 2020 ja eigentlich schon relativ gute Daten hatten. Also wir hatten schon das sehr gute dritte Quartal. Das ist auch noch mal besser gewesen. Und es zeichnet sich jetzt auch noch mal ab, dass möglicherweise das vierte Quartal, wo wir eigentlich schon von einer leichten Rezession, also einer leichten Schrumpfung ausgegangen sind, dass das vielleicht doch besser sein könnte von den Frühindikatoren her als erwartet, sodass wir sozusagen vom vergangenen Jahr noch ein bisschen Rückenwind haben. Und dann ist halt tatsächlich die Frage, was in diesem Jahr jetzt passiert. Klar, durch den Lockdown, die Verlängerung und auch nochmal die Verschärfung hat sich das etwas eingetrübt. Andererseits, wie gesagt, gibt es ein bisschen mehr Rückenwind. Und was neu hinzugekommen ist, ist auch die Impfperspektive. Die Impfungen finden schon statt. Und wenn sich das also nochmal beschleunigt und dann die Immunität von weiten Teilen der Bevölkerung vorliegt, dann wird es vermutlich einen starken Aufschwung geben. Man muss also sagen, dass dann im Frühjahr frühestens es einen starken Aufschwung geben kann. Es hat sich auch schon gezeigt, dass es einen starken Aufschwung im dritten Quartal gegeben hat. Und von daher kann man sagen, ist es durchaus wahrscheinlich, dass wenn die Pandemie weitestgehend dann im Griff ist, wir auch einen starken Aufschwung erleben werden. Und dementsprechend gibt es auch Konjunkturprognosen jetzt, die zuletzt gekommen sind, die sogar optimistischer waren als diese 3,7%, die wir haben. Von daher, also Bundesbank sagte 3%, andere sagten 4%. 4,5% zum Teil. Also ich sehe im Moment jetzt keinen Bedarf akut daran zu korrigieren. So,
Klar ist, dass der Konjunkturverlauf und auch die Erholung, die wir prognostiziert haben, kritisch davon abhängt, dass tatsächlich die Pandemie in den Griff bekommen wird. Und da ist es auch ein bisschen so, da bin ich auch stolz darauf, dass wir das im April schon zu fünft gemeinsam formuliert haben, dass wir gesagt haben, es gibt keinen Widerspruch zwischen den Wirtschaftsinteressen und dem Gesundheitsschutz. Da gab es zwischenzeitlich durchaus Einflüsterungen, kann man sagen, und immer wieder Versuche, da ja diesen Widerspruch zu konstruieren. Und ich glaube, mittlerweile ist überall angekommen, dass es letztlich möglicherweise kurzfristig mal einen Widerspruch geben mag, aber langfristig oder mittelfristig auch für die Konjunkturperspektive, wir kommen da nicht raus aus den Problemen, wenn die Pandemie weiter grassiert. Und insofern ist halt die Pandemiebekämpfung wirklich die höchste Priorität. Gut, ich habe hier jetzt noch jede Menge Folien, wo ich mal im Schnelldurchlauf durchgehen kann. Das soll nur noch mal zeigen, dass wir uns da sehr viel angeschaut haben. Und interessant ist eben, dass die Industrieproduktion sehr stark abgestürzt ist, sich aber dann weltweit und auch in Deutschland recht schnell wieder erholt hat. Und im Augenblick ist es sogar so, dass die Industrieerholung stark ist, auch stärker als erwartet noch. Und das aber natürlich aufgrund des Lockdowns jetzt insbesondere der Einzelhandel und des Dienstleistungsgewerbe schwach läuft. Das ist eigentlich eine Umkehrung der Situation von vor der Pandemie, was die Treiber jetzt der Konjunktur angeht. Okay, genau dazu auch nochmal im letzten Jahr, die wurde eben sehr viel ja dann immer davon gesprochen, welche Effekte der Lockdown gehabt hat. Der Lockdown hat ja unmittelbar eigentlich nur im Einzelhandel vor allen Dingen zugeschlagen und im Gastgewerbe, aber hat ja die Industrie selbst nicht erfasst. Die Industrie selbst ist über die gestörten Lieferketten und den Einbruch der Exporte in Mitleidenschaft gezogen worden. Das war dann auch der Grund, warum der Absturz so besonders stark war. Und es gibt Schätzungen, wonach eigentlich 60% des konjunkturellen Einbruchs im letzten Jahr eher über die Exporte und die gestörten Lieferketten kamen. Also wenn in Italien die Vorleistungsproduzenten nicht mehr liefern konnten, dann konnte die deutsche Industrie auch nicht produzieren. Und dann haben die sozusagen die Werke geschlossen, nicht aus Infektionsschutzgründen, sondern einfach, weil sie kein Material hatten, mit dem sie hätten produzieren können, keine Vorleistung. Das ist auch nochmal wichtig, dass man da ein bisschen so die Effekte sortiert. Und deshalb auch, sagen wir jetzt, der Optimismus, was dieses Jahr angeht. Die Industrie, die Lieferketten, die Exporte sind nicht stark in Mitleidenschaft gezogen. Und das stützt die Konjunktur noch stark. Und von daher kann dann, wenn in den tatsächlich gestörten Bereichen der Aufschwung kommt, kann es sehr schnell auch wieder bergauf gehen und die Corona-Krise kann dann wirtschaftlich auch überwunden werden. So, gut, das sind jetzt die ganzen Frühindikatoren oder hier nochmal verschiedene Eindämmungsmaßnahmen im internationalen Vergleich. Das ist ja toll, dass der Staat diese ganzen Dinge mal zusammenträgt. Das Wesentliche habe ich hier jetzt schon gesagt. Also hier nochmal ganz wichtig, die Entwicklung im Ausland und die Lieferketten sind natürlich kritisch. Also sollte da es zu einem richtigen Einschlag kommen, dann würde die deutsche Wirtschaft natürlich auch wieder richtig in die Rezession kippen und dann wird es schwierig mit dem Aufschwung. Aber wenn das so weiterläuft wie bisher, stützt das die Konjunktur sehr stark und ist auch deshalb Grund für den Optimismus, den wir haben, den relativ starken. So, hier nochmal die Konjunktur in Deutschland. Ich stelle die Präsentation dann gerne zur Verfügung, aber will das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Jetzt die konjunkturpolitischen Maßnahmen in Deutschland. Es hat sehr umfangreiche geld- und fiskalpolitische Maßnahmen gegeben, die die Wirtschaft in der Krise gestützt haben und weiterhin stützen. Geldpolitik klar, Liquiditätszuführung, Stabilisierung Finanz- und Staatsanleihenmärkte. Und die Finanzpolitik hat über automatische Stabilisatoren, also das Steuersystem, Arbeitslosengeld und das ja ohnehin angelegte Kurzarbeitergeld viel gemacht. Und es hat darüber hinaus aber ja natürlich jede Menge zusätzliche Maßnahmen gegeben. Erst Liquiditätshilfen,
dann Einkommenshilfen, Überbrückungshilfen für die Unternehmen, die Kurzarbeitergeldregelung wurde deutlich ausgeweitet, Bezug vereinfacht, zum Teil erhöht, verlängert. All das hat sehr viel zur Stabilisierung beigetragen. Und es hat dann ja auch noch zusätzlich im Sommer das Konjunkturpaket gegeben. Und ich will es vielleicht mal abkürzen und so sagen, man kann jetzt natürlich bei den Maßnahmen im Einzelnen viel kritisieren. Im Detail kann man ganz viel kritisieren. Aber ich glaube, und das ist auch die Einschätzung des Rates insgesamt und gemeinsam, dass es wirklich sehr rasche, umfangreiche Maßnahmen gegeben hat und dass die Politik da wirklich gut und systematisch reagiert hat. Ich habe im Frühjahr und bis zum Sommer immer noch gesagt, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Ich weiß auch, mit Peter Bofinger schon mal mich ausgetauscht auch. Am Anfang war es noch so, da fehlten die Einkommenshilfen. Auch für die Solo-Selbstständigen fehlte was. Und dann kam das, aber wurde sehr systematisch, schrittweise und schnell dann geliefert. Die Kommunen hatten anfangs noch keine Unterstützung. In Europa lag noch sehr viel im Argen. Das ist alles dann innerhalb weniger Monate nachgeliefert worden und hat tatsächlich einen sehr wesentlichen Unterstützungsbeitrag geleistet. Was ich nochmal hervorheben möchte, ist die Kurzarbeit. Wir haben hier eine Grafik, wo man sieht, wie stark das Arbeitsvolumen in verschiedenen Ländern zurückgegangen ist. Und dann sieht man einmal, wie stark die Arbeitsstunden je Erwerbstätigen zurückgegangen sind, ist und wie stark die Anzahl der Erwerbstätigen zurückgegangen ist. Und da sieht man mit der Ausnahme der USA, ja, wo es eben keine entsprechende Kurzarbeitergeldregelung gab, ist überall in Europa die Anpassung in dem, also der sehr starke Absturz des Arbeitsvolumens über die Arbeitsstunden, die Erwerbstätigen, also über Arbeitszeitverkürzung in der Krise abgefangen worden. Und das heißt, dass ein massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit vermieden worden ist. Das kann man hier sehen. Man sieht die rote Linie, wie die Arbeitslosenquote unmittelbar mit Beginn der Krise in den USA nach oben schießt und wie viel verzögerter und langsamer und mäßiger das oder gemäßigter das überall in Europa passiert ist, insbesondere auch in Deutschland. Und da muss man sagen, das war natürlich ganz wesentlich, dass diese Kurzarbeitergeld, das Kurzarbeitergeld die Beschäftigung stabilisiert hat und natürlich auch die Hilfen für die Unternehmen, die Insolvenzen vermieden haben, ganz klar auch die Beschäftigung stabilisiert haben. Also das war tatsächlich gut. Und dann kam das Konjunkturpaket, insgesamt 150 Milliarden Euro, 130 Milliarden davon für 2020 und 2021. Und die größten Maßnahmen, Umsatzsteuersenkung, dann Kinderbonus, verschiedenste Sachen hier. Ich vielleicht mal grob zusammengefasst, auch das eigentlich von der Struktur her ganz interessant, so unmittelbar ankurbelnde Maßnahmen für die Konjunktur, aber auch gekoppelt mit ungefähr 50 Milliarden mittel- und langfristig an Investitionen, die zum Teil auch in sozial-ökologische Transformation gehen. Auch das erstmal positiv zu beurteilen. Und dann, wie gesagt, die Kritik im Detail. Ich glaube, die Umsatzsteuersenkung, das zeichnet sich ab, dass die nicht den Wumms gebracht hat, der sozusagen, den man sich erhofft hat. Da gibt es von uns auch eine Untersuchung im Gutachten, auch unabhängig davon nochmal eine Untersuchung mit Befragung. Es hat vom IFO-Institut jüngst was gegeben. Also scheint so, dass die Stimulierung des privaten Konsums da nicht besonders geklappt hat. Und da wären natürlich andere Dinge, aus meiner Sicht vor allen Dingen der Kinderbonus, deutlich besser gewesen. Wobei jetzt muss man sagen, aufgrund des zweiten Lockdowns ist natürlich Konsumstimulierung ohnehin problematisch. Das wäre dann, wenn etwas, was in der Folge, wenn die Pandemie im Griff ist, zur Konjunkturankurbelung dann wieder wichtig wäre. Gut, das in aller Kürze, wir haben da auch eine Simulation gemacht und da kommt raus, dass das Konjunkturpaket insgesamt eine spürbare Konjunkturunterstützung zwischen 0,7 und 1,3% des BIP geliefert hat. Und wie ich schon gesagt habe, jetzt nicht in allen Teilen zielgenau ist, Umsatzsteuersenkung war sicherlich, hätte man sich was Besseres denken können. Vielleicht auch da nochmal, was im Moment aktuell ja diskutiert wird,
ist die Kritik an den Überbrückungshilfen. Da haben wir natürlich uns das auch angeschaut. Das gilt auch weiterhin, dass die Corona-Hilfen nur relativ schwach in Anspruch genommen worden sind. Und gerade jetzt die Überbrückungshilfen, da scheint es so zu sein, dass sie sehr bürokratisch sind, sind jetzt auch nachträglich nochmal, mussten nochmal angepasst werden, beihilferechtlich. Und das scheint tatsächlich ein Problem zu sein für viele Unternehmen. Also da müsste, glaube ich, nochmal nachgelegt werden. Was wir auch im Konsens als Vorschlag hatten, war, da weise ich mich auch im Konsens mit Peter Bofinger, wäre die weitere Ausweitung noch des Verlustrücktrags für die Unternehmen gewesen. Das wäre ziemlich zielgenau gewesen, hätte man schon viel früher machen sollen und wäre nach wie vor auch eine Option, die, glaube ich, jetzt angebracht wäre, zu ziehen. Okay, das steht hier alles und da haben wir auch ein paar Vorschläge gemacht, wie man es hätte besser machen können mit den Überbrückungshilfen. Da gehe ich jetzt aber gar nicht groß drauf ein. Wir haben uns, weil wir gemerkt haben, natürlich in der Endphase des Gutachtens auch Gedanken gemacht, wie man mit der zweiten Infektionswelle umgehen soll. Und das hat, glaube ich, auch innerhalb des Rates nochmal mögliche Kritik daran, dass Maßnahmen vielleicht zu lange laufen und vielleicht strukturkonservierende Effekte haben, gemäßigt. Und so hat es da auch dann keine große Kritik mehr dran gegeben. Und die Spielräume sollen weiter ausgeschöpft werden, die der Staat hat. Und wir haben uns eben zu einer Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags dafür ausgesprochen und auch für Maßnahmen im Bereich Stromsteuer und EEG-Umlage zur Konjunkturstabilisierung. Gut, das in aller Kürze. Dazu können wir gerne noch viel diskutieren in Diskussion. Jetzt will ich noch vielleicht noch was kurz sagen zur Wirtschaftspolitik allgemein und zur Frage Strukturwandel des Sachverständigenrates. Ich habe das deshalb so genannt, weil ich das schon im letzten Jahr so angefangen habe. Da hatten wir ein Gutachten, das hieß den Strukturwandel meistern. Und da habe ich mich jetzt gefragt, gibt es vielleicht einen Strukturwandel auch beim Sachverständigenrat? Und ich glaube, wenn man sich die Gutachten, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre anschaut, dann ist es vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber ich nenne es jetzt einfach so, dann einfach damit es auch deutlich wird rhetorisch. Der alte Sachverständigenrat hat eben sehr, sehr stark sich für Strukturreformen stark gemacht, immer Deregulierung, Sozialabbau auch durchaus, Steuersenkungen, immer Einhaltung der Schuldenbremse, harte Haushaltskonsolidierung und das Ganze mit klaren Ansagen und einer relativ aggressiven Rhetorik. Ich habe hier mal gleich ein Beispiel. Das ist das Gutachten 2013-14, das hieß dann auch gegen eine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik. Und da war das Kapitel 8 zur Steuerpolitik überschrieben, vor falschen Weichenstellungen. Und da stand dann auch sowas drin in den Zwischenüberschriften hier, Vermögensteuer, steuerpolitischer Holzweg und unter Römisch 3 hier, was steuerpolitisch zu tun und zu lassen ist. Also da kann man sagen, das ist, wie gesagt, rhetorisch recht spritzig und eindeutig formuliert. Und wenn man das Gutachten jetzt liest, das auch im letzten Jahr schon, aber insbesondere das aktuelle, dann meine ich schon, dass man zumindest von der Rhetorik her, die verbindlich und freundlicher ist, einen deutlichen Unterschied sieht. Und allein, dass da das Wort gemeinsam bewältigen, also gemeinsam zweimal in Überschriften steht, einmal über dem Gesamtgutachten, aber auch über dem Kapitel zu Europa, wo steht, die gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorgehen. Das sind, wie ich finde, neue Töne, ist auch, glaube ich, von der Süddeutschen Zeitung so in dem Bericht genannt worden. Und ich muss sagen, also ich glaube, wenn man es liest, muss man auch feststellen, dass es einfach so ist. Ich stelle außerdem fest, dass von den Themenschwerpunkten her jetzt zum Beispiel zum zweiten Mal Industriepolitik mit einem eigenen Kapitel drin ist, hier in der Verbindung Industrie- und Klimapolitik. Innovationspolitik ist drin und ich glaube, man findet schon eine spürbare Verschiebung hin zu auch gestaltender Politik und nicht mehr nur so eine Ablehnung von Staatsinterventionismus, wenn ich es mal überspitze. Also ein altes Gutachten hätte vielleicht heißen können, wenn es um Strukturwandel geht, Chancen des Strukturwandels nutzen und dann heißt es eben
auf die Marktkräfte vertrauen für den Strukturwandel. Und das findet sich eben hier nicht. Schon im letzten Jahr hatten wir durchaus selbst vertikale Strukturpolitik und Industriepolitik und auch das Konzept von Mariana Mazzucato positiv erwähnt, also die missionsorientierte Industriepolitik als potenziell erfolgversprechend. Und das setzt sich fort in diesem Gutachten mit recht konkreten Vorschlägen auch zur Industrie- und Klimapolitik, wie man das verbinden kann und wie man mit Sektorkopplung insbesondere was für die Industrie und auch für das Klima gemeinsam tun kann. Das Kapitel zur Innovation und also Produktivität, Innovation und Digitalisierung ist eines, bei dem ich im letzten Jahr noch ein Minderheitsvotum geschrieben habe. Und ich kann das mal kurz begründen. Also ich überspitze auch hier bewusst, um es klar zu machen, um was es mir geht. Da war das so, das war eigentlich ein wunderschönes Kapitel beim letzten Mal, also im letzten Jahr, vorletzten Jahr, wo auf das Produktivitätsparadoxon eingegangen wurde, wo verschiedenste detaillierte Untersuchungen vorgenommen wurden und wo insbesondere das Produktivitätsparadoxon, also das eigentlich ja fast Angst existiert, dass die Digitalisierung Arbeitsplätze wegrationalisieren soll, also dass sie extrem produktivitätssteigernd sein soll, dass sich aber diese Digitalisierung nirgendwo in Produktivitätsstatistiken findet und im Gegenteil eigentlich wie sogar eine Verlangsamung des Produktivitätsfortschritts sehen. Und da haben wir dann verschiedenste Hypothesen, ich glaube 5 oder 6, diskutiert, ohne am Ende zu einem Ergebnis zu kommen. So, und diese wunderbar differenzierte Haltung ist dann aber so, wenn es dann an die Wirtschaftspolitik ging, war es dann wieder relativ stereotyp. Was macht man jetzt, um die Produktivität zu steigern? Na klar, Strukturreformen deregulieren, Steuern senken und so weiter. Und das findet sich jetzt in diesem Gutachten überhaupt nicht mehr, sondern hier findet man eine sehr kleinteilige, differenzierte und sehr gut auch in der Literatur, durch Literatur abgesicherte Analyse, was in einzelnen Bereichen die Diagnose ist und was man tun kann. Und aus dem Grund, finde ich, war dann auch schon gar kein Bedarf für, aus meiner Sicht, für ein Minderheitsvotum, weil ich mit dieser Sichtweise Strukturreformen deregulieren, Sozialabbau, Steuern senken und so weiter schon immer Schwierigkeiten hatte. Und das hat sich halt in der Form einfach nicht fortgesetzt. So. Und insofern glaube ich, dass man schon so eine Art Strukturwandel hier feststellen kann, der sich in diesen Punkten manifestiert. Und ich habe hier nochmal zum Vergleich, das sind so die gemäß den offiziellen Vortragsfolien, ist das die Zusammenfassung, das liest sich auch alles recht moderat und ausgewogen. So. Ich will ganz kurz vielleicht zur Konjunkturpolitik was sagen und wo da der Konsens war und warum ich dann mit meinem Minderheitsvotum aber noch abgewichen bin. Und dann sage ich vielleicht noch 3 Worte zur demografischen Entwicklung und zum Rentensystem und dann soll es auch gut sein und wir können in die Diskussion kommen. Konjunkturpolitik, erstmal bemerkenswert, es war jetzt vielleicht nicht von vornherein zu erwarten, dass der Sachverständigenrat von dem, was er in der Vergangenheit gesagt hat, die Finanzpolitik mit einer sehr starken Ausweitung der Staatsverschuldung, also diese aktive Form der Konjunkturunterstützung, dass der Sachverständigenrat das durchwinken würde. Das hat er aber getan. Er hat auch die Geldpolitik im Übrigen nicht offen kritisiert in der Mehrheit. Auch das durchaus bemerkenswert. Die Frage ist jetzt, liegt das daran, dass die Situation eine solche Ausnahmesituation ist, dass darin sozusagen das begründet liegt? Oder zeichnet sich hier vielleicht auch einfach eine gewisse Mäßigung in der Einschätzung ab? Das wird sich noch zeigen. Aber der Rat hat auch nicht ein Datum genannt, bis zu dem die Haushalte wieder konsolidiert werden sollen, bis zu dem man wieder zur Schuldenbremse zurückkehren soll. Es wurden sogar Optionen, wie man Spielräume im Rahmen der Schuldenbremse nutzen kann, diskutiert. All das finde ich sehr positiv. Ich kürze hier mal sehr stark ab. Das ist einfach nur, damit man sieht, was alles da Tolles drinsteht. Was mir wichtig war, dass wenn man über Schuldenbremse und Konjunktur und Verschuldung spricht, dann finde ich, ist es Aufgabe des Rates, der Schaden
von den gesamtwirtschaftlichen Zielen abwenden soll, ist es aus meiner Sicht Aufgabe, explizit zu warnen vor einer vorzeitigen aktiven Konsolidierung und den diesbezüglichen Risiken der Schuldenbremse. Also dazu konnte sich die Ratsmehrheit nicht durchringen. Ich habe auch nochmal deutlich gemacht, dass aus meiner Sicht es auf absehbare Zeit keinen Anlass gibt, Steuern und Abgaben zu erhöhen und oder Ausgaben zu kürzen. Und aus meiner Sicht ist es so, dass die Ratsmehrheit, wenn es dann um Konsolidierung ging, die ausgabenseitige Konsolidierung als wachstumsschonender als die einnahmenseitige bezeichnet hat. Und aus meiner Sicht ist es so, dass eine ausgewogene Auswertung der einschlägigen Literatur das nicht hergibt, sondern dass man da durchaus auch sagen kann, wenn man schon konsolidieren muss, dann ist es über die Einnahmenseite mindestens genauso, wenn nicht sogar erfolgversprechender und wachstumsschonender. So, das waren so die Punkte. Ich muss sagen, im Nachhinein ist es fast ein bisschen lustig, also meine wesentlichen Punkte, Warnung vor vorzeitiger Konsolidierung und dass es keinen Anlass gibt für Steuer- und Abgabeerhöhung und Ausgabenkürzung. Diese Punkte sind mittlerweile jetzt auch schon öffentlich von Lars Feld, von unserem Vorsitzenden, in Interviews genannt worden. Also wer weiß, wenn wir jetzt vielleicht noch 2 Monate gewartet hätten, vielleicht hätten wir uns dann auch auf diese Punkte einigen können. Aber das war da nicht möglich. Und aus dem Grund habe ich dann das Votum abgegeben. Mir ist auch nochmal wichtig, das setzt ja sozusagen das gemeinsame Minderheitsvotum, das ich mit Isabel Schnabel im letzten, also im vorherigen Ratsgutachten geschrieben habe, setzt das fort. Die Reformdebatte um die Schuldenbremse ist aus meiner Sicht weiterhin absolut notwendig. Und eine schnelle Rückkehr zur Schuldenbremse ohne Reformen birgt Risiken für die Konjunktur und schränkt die Handlungsfähigkeit des Staates und die Investitionsfähigkeit ein. Und da glaube ich, dass wir diese Reformdebatte fortführen müssen und nicht einfach weiter zur Tagesordnung übergehen können. Gut, ich erwähne noch ganz kurz, und dann können wir auch schon in die Diskussion kommen, ich erwähne noch ganz kurz, bei der Demografie habe ich ein Minderheitsvotum geschrieben, weil die Ratsmehrheit dort die automatische, regelgebundene Anpassung, also sprich Erhöhung des Renteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung für die Zukunft als beste Option hervorgehoben hat. Und aus meiner Sicht ist es so, dass das zu starken sozialen Problemen führen kann, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Der Rat hat diese Probleme sogar genannt. Also dass insbesondere Menschen mit schlechter Gesundheit und auch mit eher niedrigen Einkommen durch so eine automatische Erhöhung deutlich benachteiligt würden, weil sie entweder eigentlich unmöglich das Renteneintrittsalter, das dann höhere, erreichen können und dann außerdem auch noch kürzer leben und dann auch noch kürzer sozusagen die Rentenbezugsdauer haben. Also das ist ein großes Problem. Und die Ratsmehrheit hat das Problem auch aufgeworfen und zutreffend, wie ich finde, identifiziert. Hat dann aber gesagt, ja, da muss man halt Lösungen finden, aber selber eben keine präsentiert. Und da finde ich eben, ist die Herangehensweise jetzt auch der Rentenkommission zu sagen, wir haben ja noch Zeit, bis 2031 wird ohnehin das Renteneintrittsalter schrittweise auf 67 erhöht. Und wir haben ja bis dahin noch jede Menge Zeit, uns Lösungen zu überlegen, wie wir möglicherweise das Renteneintrittsalter erhöhen können und die ganzen sozialen Probleme nicht haben oder lindern können. Und vor dem Hintergrund habe ich gesagt, dann, wie soll man die Zeit nutzen und lieber nach Lösungen suchen, anstatt dass man jetzt schon solche Entscheidungen trifft. Außerdem gibt es eine Menge an anderen Optionen, wie die Einbeziehung von Beamten, von Selbstständigen, wie die Ausweitung der insbesondere Frauenerwerbstätigkeit, die alle die Rentenversicherung sehr, sehr deutlich entlasten würden über viele Jahrzehnte. All das hat Peter Bofinger auch schon geschrieben in der Vergangenheit. Und das habe ich da jetzt auch nochmal aufgenommen. Und ja, da können wir noch. Ich bin außerdem auch nicht zufrieden gewesen mit der Behandlung des Problems der Altersarmut.
Da wurde in der Vergangenheit immer gesagt, die Altersarmut ist ja kein großes Problem. Die ist ja bei den Älteren ist sie ja viel geringer als im Durchschnitt der Bevölkerung. So, und jetzt ist nämlich das eingetreten, was sich die ganze Zeit abgezeichnet hat. Seit dem vorletzten Jahr ist nämlich die Altersarmut schon genauso hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Und die Prognosen gehen in die Richtung, dass das weiter zunehmen wird. Also jetzt ist das Problem da. Und dann finde ich es nicht angemessen, das Problem zu relativieren, indem man sagt, ja gut, aber die Kinderarmut ist noch viel ausgeprägter. Also entweder hat man dann Rezepte, wie man sowohl die Kinderarmut als auch die Altersarmut angeht. Oder man kann solche Vergleiche aus meiner Sicht dann nicht ziehen. Okay, das sind die wesentlichen Punkte, die habe ich hier auch alle auf Folien gebannt. Und kurze Anekdote zum Schluss. Wir haben das Gutachten ja auch der Kanzlerin überreicht, natürlich in dem Fall virtuell. Und ich habe jetzt mal vorbereitet, die Kanzlerin hat sich dann einen kleinen Scherz erlaubt, unter anderem mit Olaf Scholz. Und ich fand das ganz witzig und wollte Ihnen das einfach mal kurz vorführen. So, jetzt würden wir normalerweise einen Fototermin machen. Jetzt können wir alle noch mal ins, wer es hat, kann es noch mal ins Fenster halten hier. Wer es nicht dabei hat, hat es wahrscheinlich im Kopf. Das ist dann noch. So, ich halte mal zwei hoch, weil Olaf Scholz keins dabei hat. Dann halte ich eins für ihn mit. So, danke schön. Dann ist damit, glaube ich, unser öffentlicher Teil beendet. So, jetzt würden wir. So. Okay, so, damit bin ich durch. Also die Kanzlerin war gut gelaunt und ja, wie soll ich sagen? Also ich finde, bei dem Gutachten, das wir geschrieben haben, konnte sie eigentlich auch ganz gut gelaunt sein, weil ich finde, das Gutachten ist ganz gelungen und es ist, wie gesagt, auch vom Ton her dialogorientierter und ich glaube, das erhöht auch die Chancen, dass es dann in der Politik wahrgenommen und ernst genommen wird, als wenn man da, sagen wir mal, rhetorisch sehr stark auf die Pauke haut. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion und die Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich sehr, sehr spannenden Vortrag. Und für mich eben spannend tatsächlich diese Gegenüberstellung vom alten und vom neuen Sachverständigenrat, also dass auch ein Strukturwandel in diesem Sachverständigenrat stattfindet. Und ich finde, du hast das ja auch sehr eindrucksvoll gezeigt. In der Tat war die Rhetorik der Vergangenheit teilweise schon sehr aggressiv. Dieses Gutachten aus dem Jahr 2013 mit der rückwärtsgewandten Wirtschaftspolitik, die hat also den guten Sigmar Gabriel zum Toben gebracht. Also er war wirklich stinkesauer bei der Übergabe des Gutachtens. Das ist richtig so explodiert auch. Also das hat schon den Empfänger auch, hat die Wirkung erzeugt. Aber genau wie du das sagst, ich denke, wenn man wirtschaftspolitisch als Berater auch Veränderungen voranbringen will, dann ist die Konfrontation sicher nicht die beste Lösung. Und ich muss ja sagen, ich bin ja ganz froh, dass dieser alte Sachverständigenrat in den wirtschaftspolitischen, dem, was er wirtschaftspolitisch umsetzen wollte, wenig erfolgreich war. Das war ja eigentlich sehr gut, dass all das, was da so teilweise gefordert wurde, dass das nicht realisiert wurde. Und umso erfreulicher eigentlich, dass jetzt hier ein Strukturwandel stattfindet. Und gut, das ist natürlich auch personell zu erklären, weil jetzt von diesem alten Sachverständigenrat, also als ich noch dabei war, es sind ja nur zwei übrig geblieben, nämlich der Lars Feldner, der Volker Wieland, und jetzt mit den beiden Frauen, die jetzt neu im Rat sind, auch mit dir, ist natürlich da auch wirklich eine Art Generationenwechsel erfolgt. Ich meine, die Truppe da vorher waren ja fast wie eine alte Ehe, waren ja 5, 6 Jahre alle zusammen und so alte Ehen haben ihre Vor- und Nachteile. Und deswegen glaube ich, war es wirklich gut, dass da jetzt auch dieser personelle Wandel stattgefunden hat, der dann auch, glaube ich, zu einem Wandel jetzt im Sachverständigenrat geführt hat. Und du hast das ja sehr eindrucksvoll dargestellt, wie sich da doch eine andere Sichtweise jetzt herausgeschält hat. Also für mich spannend, du hast das erwähnt, war, dass die EZB mit keinem Wort kritisiert wurde. Also ich habe jahrelang damit gekämpft, dass die Mehrheit, also die EZB ständig kritisiert hat und es war so ein EZB-Merging, habe ich das immer genannt. Und habe dann, als das Gutachten jetzt rauskam, natürlich direkt geguckt, wo ist die EZB-Kritik? Ich habe es nicht gefunden. Das war wirklich, ich habe das auch gleich getwittert, weil ich das doch sehr bemerkenswert fand. Also es ist gut, dass eine Institution, die immer wieder für Strukturwandel plädiert und dafür plädiert, die Chancen des Strukturwandels zu nutzen, dass sie jetzt offensichtlich tatsächlich
diesen Strukturwandel voranbringt und dann auch die Chancen genutzt werden. Ja, wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Also bitte schön, wir haben 141 Teilnehmer und das ist eine gute Chance jetzt mit Achim Fugger einfach nochmal die Punkte zu diskutieren. Bitte schön, wer möchte Fragen stellen? Bis dahin, eine Frage ist über den Chat auch schon reingekommen und zwar: Wie bewerten Sie einen staatlichen Rentenfonds nach norwegischem Vorbild, um für eine auskömmliche Rente in der Zukunft zu sorgen? Soll ich da schon was sagen zu? Ja, also ich, dieses norwegische Beispiel ist jetzt relativ schwierig. Die haben ja Erdöleinnahmen, ne, und ich glaube, da investieren die dann relativ viel rein. Ich glaube eigentlich, dass es vernünftig ist, stark auf die gesetzliche Rente zu setzen und die zu stärken und die Aushöhlung der gesetzlichen Rente, die es in der Vergangenheit gegeben hat, ja nicht fortzusetzen und vielleicht sogar zu stoppen oder zum Teil rückgängig zu machen. Stärkung der gesetzlichen Rente halte ich da eigentlich für das Vernünftige. Und ich will ja mal sagen, was ich vor allen Dingen nicht gut finde, ist, es hat tatsächlich ja mal eine Debatte gegeben, im vorletzten Jahr, glaube ich. Da war noch die Idee, wir können uns ja günstig verschulden. Wir haben zahlen so niedrige Zinsen als deutscher Staat. Und dann können wir ja uns verschulden und können sozusagen dann am Kapitalmarkt ausländische Aktien kaufen, Vermögenstitel kaufen und aus der Renditedifferenz, ne, also was die an Rendite bringen und was wir an niedrigen Zinsen zahlen beziehungsweise gar nicht zahlen, weil wir sogar Geld bekommen für die Verschuldung, die Renditedifferenz, die stecken wir dann in die Rentenfinanzierung. Das muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich für eine Schnapsidee. Also da muss man das Geld definitiv im Inland investieren, in einen realen Kapitalstock und nicht irgendwelche Finanztitel im Ausland. Und ich glaube tatsächlich, dass Realinvestitionen wichtig sind, auch für die Renten der Zukunft und dass die gesetzliche Rente gestärkt werden muss. Das wäre darauf meine Antwort. Und solche Fondsmodelle halte ich für problematisch. Ja, dann haben wir als nächste Frage die Frage, dass jetzt ja diese Insolvenzantragspflicht ausgesetzt wurde in der Krise und die Frage lautet, inwiefern droht jetzt das Problem einer großen Insolvenzwelle? Also so, wir wissen es nicht. Die Aussetzung ist ja jetzt, glaube ich, seit Oktober schon nicht mehr voll. Und man sieht jetzt eine leichte Steigerung der Insolvenzen, aber in den Zahlen sieht man noch nicht viel. Man muss natürlich befürchten, dass das zunimmt. Und insofern finde ich auch ganz wichtig, da gibt es ja auch Debatten darüber, dass wenn man jetzt die Unterstützung zu lange aufrechterhält der Unternehmen, dass man dann eine Zombifizierung und sowas riskiert. Ich halte das für problematisch. Also natürlich gibt es zum Teil strukturkonservierende Effekte, die auch dann mittel- und langfristig wachstumsschädlich sein können. Aber im Moment, glaube ich, muss man alles tun, um die Unternehmen am Leben zu halten und zu verhindern, dass die insolvent gehen. Und es gibt ja manchmal auch die Einschätzungen, manche Branchen hätten ja ohnehin oder Unternehmen hätten eben kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr. Und dann müsste man sie schnell auch pleite gehen lassen. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, wenn der Staat sich jetzt, indem er vielleicht zu früh Hilfen entzieht, zum Richter und Entscheider darüber macht, was da ein Geschäftsmodell tragfähig ist und was nicht. Insofern glaube ich, ist es angezeigt, in so einer Ausnahmesituation wirklich massiv weiter zu unterstützen und Insolvenzen, soweit es geht, zu verhindern. Ich glaube, wenn die Konjunktur nachher wieder läuft und die Pandemie ziemlich überwunden ist, dann wird es, wenn es eine Bereinigung gibt, dann wird sie auch dann kommen. Und da mache ich mir keine großen Sorgen um irgendwelche Zombifizierung oder sowas. Aber jetzt zu früh Unterstützung entziehen, halte ich für ein Spiel mit dem Feuer.
Die Maßnahmen haben bisher richtig gut gewirkt. Und da gibt es bestimmt noch Nachsteuerungsbedarf, auch bei den Überbrückungshilfen. Jetzt habe ich ja schon gesagt im Vortrag, da muss man weitermachen. Aber also bloß nicht zu früh aufhören und sich nicht zum Richter machen über Geschäftsmodelle oder nicht. Also ich erinnere an die Vergangenheit, ich weiß noch, 2009 gab es Debatten, da wurde gesagt, die Automobilindustrie, die muss man gar nicht stützen, da sind sowieso Überkapazitäten, da braucht man eh eine Bereinigung. Und dann hat es, wie wir alle wissen, 9 Jahre lang einen Boom in der Automobilindustrie gegeben und sozusagen diese Prognosen dann über Tragfähigkeit oder nicht oder Kapazitätsauslastung oder nicht, haben sich sehr schnell als falsch erwiesen. Und da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Ja, danke schön. Dann kommt eine Frage, welche Wirtschaftszweige oder Branchen sehen Sie als Konjunkturtreiber für 2021, um das prognostizierte BIP-Wachstum zu erreichen und warum? Ja, also wir machen ja keine sektoralen Prognosen und auch aus gutem Grund und wir geben ja auch keine Anlagetipps und so. Aber Tatsache ist, die Industrie ist im Moment ja gerade auch durch die Exporte auf einem guten Erholungsweg. Wenn sich das fortsetzt, wird das auch weiter die Konjunktur stützen. Und wenn dann tatsächlich Dienstleistungen, Einzelhandel zum Teil vielleicht auch mit Nachholeffekten einsetzt, glaube ich, wird das die Konjunktur tatsächlich so, wie wir das ungefähr prognostiziert haben, stützen und dann auch den Aufschwung möglich machen. Gut, nächste Frage. In welchen Bereichen herrscht Ihrer Meinung nach aktuell der größte Reformbedarf in Deutschland? Ach, der Reformbedarf, ja. Ich glaube, das ist immer die Frage, wie man das jetzt nimmt. Also ich glaube, dass es einen sehr großen Investitionsbedarf gibt. Vor allen Dingen, also in traditionelle Bereiche, Infrastruktur, auch im weitesten Sinne vor allen Dingen Bildung, dann auch natürlich Digitales und klar die sozial-ökologische Transformation. Also wenn wir die nicht auf den Weg bringen, dann kriegen wir relativ bald Probleme. Da scheint ja jetzt auch wirklich weltweit ein Umdenken stattzufinden. Und ich glaube, das sind die Bereiche, da muss massiv investiert werden. Und da muss auch der Staat durch Rahmensetzung, aber eben auch durch staatliche Unterstützung und auch staatliches Handeln wirklich sehr stark reingehen. Das wären aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Punkte. Ja, die Fragen, die putzen jetzt gerade so rein. Also, wann schätzen Sie, erreichen wir das Wunschziel der EZB von einer Inflation von 2%? Die Frage können wir eigentlich verbinden mit einer Frage, die danach kommt. Wie lange kann die EZB Geld drucken, bevor es zur Inflation führt? Ja, also ich, zu der letzten Frage. Ich glaube tatsächlich, dass sie das, was sie jetzt tut, noch recht lange tun kann. Und dass ja alle Unkenrufe in den letzten 10 Jahren, dass da Inflationsgefahren sind und dass es schon bald zu einem Anziehen der Inflation kommen wird, dass es immer wieder Fehlprognosen waren und falsche Befürchtungen. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn die Inflation anzieht, dann wird sie anziehen, nicht weil Geld gedruckt wurde, sondern weil die Konjunktur sich erholt und die Beschäftigung wieder gut läuft und es in Europa gut läuft. Und dann glaube ich, dass die EZB auch, wie das Zentralbanken machen und auch machen sollen, dass sie dann entsprechend die Zinsen auch wieder anheben wird und die Unterstützungsmaßnahmen natürlich auch zurückfahren wird. Aber das ist natürlich bedingt auf die Konjunkturerholung. Und ehe die nicht da ist, und die, also Stabilisierung, ehe das nicht kommt, braucht sie die Maßnahmen und soll sie auch nicht zurückfahren. Und solange droht aber auch keine Inflation. Gut, Dankeschön. Dann sind Sie der Meinung, dass die Ideen und Vorschläge des Sachverständigenrates ausreichend Gehör in Berlin finden? Unglaublich viele Fragen. Also ja, okay. Online-Format scheint offensichtlich zu Fragen einzuladen. Wir haben also viel mehr Fragen, als wir das sonst haben. Aber ich finde das wunderbar. Also an die Diskussionsteilnehmer, machen Sie ruhig weiter, solange Achim da. Ja, machen wir weiter. Also ich kenne das aus den Lehrveranstaltungen. Da ist es auch so, da ist die Anonymität hilft da auch. Sobald man aber dann irgendwie in Kleingruppen geht, hat man ziemlich einen Schwund. Das, ja gut.
So, jetzt habe ich vor lauter Findest du, dass Ideen und Vorschläge des Sachverständigenrates ausreichend Gehör in Berlin finden? Ja, okay, also die flapsige und vielleicht nicht ernst gemeinte Antwort wäre, solange es meine Vorschläge sind, finde ich, müssen sie gehört werden und werden auf jeden Fall nicht genug gehört, ist ja klar. Nein, also ich glaube, dass man sich wirklich grundsätzlich mal Gedanken darüber machen muss, welche Aufgabe so ein Rat hat und wie eng das, was der Rat sagt, dann auch unmittelbar in praktische Politik einfließen soll. Und ich habe da manchmal so ein bisschen das Gefühl, vielleicht kommt das auch über diese letztlich ein bisschen, also eigentlich nicht passende Bezeichnung, die fünf Weisen. Na, das sind dann irgendwie die fünf Weisen und die sind so schlau und die sagen dann, was man tun soll und dann soll die Politik das umsetzen. Das ist aus meiner Sicht natürlich ein völlig falsches Modell. Das ist ein unabhängiger Rat. Das heißt, wir können sagen, was wir wollen. Wir können natürlich auch kritisiert werden von der Regierung, aber die Regierung kann uns nicht daran hindern, zu sagen, was wir wollen. Und wir machen Vorschläge, wir zeigen Optionen auf. Und dann ist es Aufgabe demokratisch legitimierter Politik, Entscheidungen zu treffen und Politik umzusetzen. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und in der Vergangenheit gab es sicherlich mal Phasen, wo der Rat oder wo das, was der Rat gesagt hat, stärker unmittelbar umgesetzt wurde und auch Phasen, wo das nicht der Fall war. Aber ich schließe mich Peter Bofingers Urteil an, dass die letzten 7, 8 Jahre oder nach der Finanzkrise, in der viel von der Mehrheitsmeinung des Rates ignoriert wurde, dass das eigentlich wahrscheinlich der deutschen Wirtschaft und der Bevölkerung sehr gut getan hat. Also es ist zwiespältig und ich warne einfach davor, es ist aus meiner Sicht eine völlig undemokratische Vorstellung. Man hat da so ein Gremium und dann soll das gefälligst umgesetzt werden. Ist klar, dass die Presse und die Medien spielen natürlich damit. Das ist ja immer interessant, wenn Kritik kommt von so einem Rat und dann kann man auch Kritik an der Regierung üben. Das ist ja auch Aufgabe der Medien, das ist auch Aufgabe der Wissenschaft. Aber die Vorstellung, wir denken uns da was aus und schon morgen muss die Politik das umsetzen, finde ich absolut unangemessen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass Politik, indem sie viel mehr Interessen berücksichtigt und auch ausgleichen muss, vielleicht manchmal sogar weisere Entscheidungen trifft, als Ökonomen und Ökonomen das mit manchmal doch eher etwas engerem Zuschnitt können. Ja, wir haben eine ganze Reihe von Fragen. Ich glaube, du musst das ein bisschen kürzer noch machen, sonst. Okay, jetzt mache ich. Nein, nee, so schlimm ist auch nicht. Aber wir haben noch eine ganze. Also, wieso sind bzw. waren ordoliberale Meinungen so lange vorherrschend im Sachverständigenrat? Nein, da gibt es die einfache Antwort: ist, solange ordoliberale Kolleginnen und Kollegen in den Rat berufen wurden, vertreten sie ordoliberale Positionen. Okay. Nächste Frage. Du hast eigentlich schon gesagt, du sagst dazu nichts. Ich stelle die Frage trotzdem. Was halten Sie von der schnellen Erholung des Aktienmarktes? Ja, ich sage dazu nichts. Also ich mache das auch immer so. Ich sage den Leuten immer, dass meine Aktienprognosen so schlecht sind, zumindest wenn ich mich das rückblickend sehe, dass ich die Leute nicht unglücklich machen will. Bei den Zweifeln würden sie vielleicht doch auf einen hören, selbst wenn man noch so viele Warnhinweise machen würde. Deswegen mache ich das auch immer so, dass ich da ein bisschen nichts dazu sage. Peter, da haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Ja. Ich habe das einmal gemacht, ein einziges Mal habe ich das gemacht, bei einem größeren Vortrag. Und habe dann gesagt, ich glaube, dass der Aktienmarkt sich ziemlich schlecht entwickelt. Ein Jahr später haben die mich wieder eingeladen und der Aktienmarkt hat sich total gut entwickelt. Und ich habe dann Blut und Wasser geschwitzt, aber es hat Gott sei Dank keiner gefragt. Aber deswegen, seither mache ich das nicht mehr. So, jetzt, wie groß sehen Sie das Risiko, dass sich ausländische Investoren, beispielsweise aus China, auf finanziell gebeutelte Firmen und Branchen in Deutschland und Europa stürzen? Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht einschätzen. Aber es hat ja die Debatte gegeben um Industriepolitik. Und ich glaube, dass eine gewisse Wachsamkeit da gut ist. Aber wie groß
also ob da ein Problem ist tatsächlich und wie groß das ist, wenn es das gibt, kann ich nichts zu sagen. Da gibt es gleich eine Anschlussfrage, die dann lautet, wie kann man Produktion nach Deutschland zurückholen, zum Beispiel Solarproduktion oder so? Ja, ich weiß nicht, es kommt natürlich immer darauf an, dass man, vielleicht muss man auch nichts zurückholen, vielleicht kann man einfach die Zukunftsbranchen verstärkt ansiedeln, beziehungsweise dafür sorgen, dass sie dann boomen. Das wäre vielleicht eine erfolgversprechendere Option. Was halten Sie von einer zentraleuropäischen Steuer- und Geldpolitik? Geldpolitik ist ja eigentlich schon zentral, nicht? Aber zentraleuropäischen Steuerpolitik? Ja, zentraleuropäisch. Also ich glaube, dass finanzpolitisch es gut wäre, wenn wir also sowas wie ein Euro-Raum-Budget hätten mittelfristig und auch, was sich jetzt ja auch abzeichnet, beziehungsweise was ja vorgesehen ist, ist eine separate Finanzierung dann für so eine Euro-Raum-Fiskalkapazität gibt über eigene Einnahmen der EU. Das fände ich sinnvoll. Jetzt von mir eine kurze Anschlussfrage. Diese gemeinsame EU-Fonds ist ja nicht kritisiert worden im Frühjahr. Ja, das stimmt. Da habe ich auch gedacht, ich habe das überlesen, aber oder? Mhm. Ja, also tatsächlich ist das eine Entwicklung. Wir haben dann, also sozusagen, wenn man so will, ich habe dann nicht darauf bestanden und habe auch kein Minderheitsvotum dazu geschrieben, dass ich der Auffassung bin, dass das europäische Regelwerk, Fiskalregelwerk, aber eben auch ein Euroraumbudget, dass wir da Reformen brauchen und dass es da in die Richtung gehen muss. Das haben wir gesagt, das ist dann eine separate Debatte, die man nochmal unabhängig führen muss. Aber dafür gibt es eben auch keine Kritik jetzt an diesen Wiederaufbaufonds. Es wird lediglich gesagt, dass das Geld weise ausgegeben werden muss und für sinnvolle Dinge ausgegeben werden muss. Aber gut, das ist ja, denke ich, unstrittig. Und aus meiner Sicht ist, also das kann ich mir vielleicht auch mal sagen, das finde ich eben auch wirklich eine gute Botschaft, da nicht rückwirkend nachzutreten, sondern tatsächlich zu sagen, wir haben diesen Fonds, und das ist auch eine Chance für Europa und wir wollen gemeinsam gestärkt daraus hervorgehen. Das finde ich ist die richtige Einstellung. Und dazu auch nochmal der Unterschied in der Politik in der Eurokrise und jetzt könnte ja größer nicht sein. Also es hat jetzt zwar auch am Anfang ein bisschen geruckelt, aber man sieht ja, wenn sich die Euro-Länder und die EU zusammenrauft und gemeinsame Lösungen findet, dann gibt es auch keine Krise, ne? Dann gibt es keine Staatsschuldenkrise oder sonst irgendwas, sondern dann funktioniert das, wenn auch die EZB das stützt. Und genau das hat man eben nicht gemacht in der Eurokrise und deshalb hatten wir in dieser Schärfe auch die Eurokrise und die Staatsschuldenkrise im Anschluss. Und da kann man sehen und hoffen, dass die Politik vielleicht da auch gelernt hat für die Zukunft. Und wenn sie das hat, dann soll sie auch weiter auf der europäischen Ebene gehen. Und dazu gehört dann eben auch die Steuerhoheit und ein Euro-Raum-Budget. Halten Sie ein zweites Corona-Konjunkturpaket in 2021 für notwendig? Also man müsste es nochmal ganz genau sich anschauen, dann wie die Situation ist. Aber ich glaube, wenn die Pandemie wirklich absehbar im Griff ist, nochmal ein Anschub für die Konjunktur wäre sicherlich gut. Spannende Frage. Warum sollten wir Ihrer Meinung nach Volkswirte werden? Ja, also ich glaube, und das sieht man ja auch, das sind ja offensichtlich extrem spannende Fragen. Und das, was die Volkswirtschaftslehre, womit sie sich beschäftigt, ist extrem relevant und zeigt sich halt gerade in solchen Krisen nochmal besonders. Und man lernt da eine Menge drüber, was man tun kann. Und ich glaube, die Volkswirtschaftslehre ändert sich ja auch, wird hoffentlich noch ein bisschen pluraler und noch ein bisschen mit stärkerem Realitätsbezug und Gegenstandsbezug. Und dann lernt man sogar noch mehr über diese wichtigen Dinge. Insofern lohnt sich es auf jeden Fall, Volkswirtin oder Volkswirt zu werden.
Kann ich auch dazu stimmen. Nächste Frage. Was sagen Sie zu den hohen Staatshilfen an die Autoindustrie, wenn diese große Rücklagen haben, beziehungsweise mit dem Geld hohe Dividenden auszahlen, fallen BMW? Finden Sie, dieses Geld sollte nicht lieber woanders eingesetzt werden? Ja, also das ist klar, das ist natürlich eine wichtige Diskussion. Und das, wenn da wirklich Geld gegeben wird vom Staat, dann finde ich, sollte er schon darauf achten, dass das Geld in die richtige Verwendung fließt. Also von daher sind da, finde ich, Auflagen gerechtfertigt. Aber man müsste sich jetzt auch mal wirklich den Einzelfall angucken, was da jetzt genau passiert ist und was man hätte tun können. Also ich bin ansonsten manchmal ein bisschen skeptisch jetzt. Manche sagen ja, wenn dann Geld gegeben wird, dann muss man das mit allen möglichen Auflagen verknüpfen, also zum Beispiel auch Klimaschutz und sonst wie Auflagen. Das ist, finde ich, insofern problematisch, als wenn es eben Unternehmen gibt, die keine Hilfen bekommen, denen es gut geht, die müssen dann die Auflagen nicht erfüllen und die, die was bekommen, müssen dann plötzlich Auflagen erfüllen. Also da wäre ich auch doch eher dafür, dass man das über gemeinsame Rahmenbedingungen dann löst und nicht unbedingt solche Hilfsprogramme dann überfrachtet. Aber wenn es wirklich darum geht, dass das Geld auch ins Unternehmen fließt und das Unternehmen stützt und dass es nicht in den Aktionären zufließt oder in, weiß ich nicht, Bonusprogramme oder sonst irgendwas fließt, dann finde ich die Auflage natürlich gerechtfertigt. Dankeschön. Dann wurde die Rezession in der Solo-selbstständigen Branche auch im Bericht berücksichtigt? Und wenn ja, was ist Ihre Meinung zum Maß der Corona-Hilfen in diesem Sektor? Die Solo-Selbstständigen? Ja, also genau, ich hab ja gesagt, grob und über Detail, es war das mit den Konjunkturhilfen und der Unterstützung schon richtig. Ich glaube tatsächlich, dass dann doch einige durchs Raster gefallen sind. Und bei den Solo-Selbstständigen ist natürlich das zum Teil besonders schwierig. Und da muss man auch nochmal sehen, wie jetzt diese Unterstützungs- oder Überbrückungshilfen da tatsächlich helfen. Also ich persönlich finde das schon ein Problem, wenn man dann sagt, naja, die können ja dann in die Grundsicherung oder müssen dann in die Grundsicherung, selbst wenn es leichter wird. Also ich finde tatsächlich auch so ein Modell, dass ein Unternehmerlohn oder sowas gezahlt wird, in so einer extremen Krise, finde ich das ganz ganz nachvollziehbar. Also da hätte man sicherlich mehr machen können. Was übrigens auch komplett durchs Raster gefallen ist, ist ja die geringfügige Beschäftigung. Denn da hat es eigentlich den stärksten Abbau gegeben. Das betrifft ja auch viele Studierende, die dann einfach ihre Jobs verloren haben. Und da gibt es eben gar keine Kompensation dafür. Da hätte man sich natürlich auch frühzeitig noch was ausdenken können. Also da wären sicherlich Möglichkeiten gewesen. Aber wie gesagt, es ist dann im Nachhinein immer leicht, noch Kritik zu üben. Aber ich denke, so wäre was gewesen. Mhm. Dann, wie sieht es mit Verschuldungsprognosen für die nächsten Jahre aus? Durch den Artikel 109 Grundgesetz ist ja eigentlich ein Tilgungsplan festgelegt. Drückt dieser nicht stark die Konjunktur der Post-Corona-Jahre? Ja, also, naja, ich sag mal so, also ich glaube, das eigentliche Problem ist ja, wenn man Defizite hat jetzt, relativ hohe Defizite, und man müsste dann die Defizite schnell zurückfahren. Also jetzt ein Beispiel: Wenn wir jetzt 2 oder 3% vom BIP Defizitquote haben und wir müssen dann wegen Schuldenbremse oder europäischen Regeln müssten dann recht schnell auf 0 oder so. Das sind dann Impulse, die wirklich stark sind und die Konjunktur stark beeinträchtigen. Also insofern ist die Frage, wann kehrt man zur Regelgrenze zurück und wie stark sind da die Anpassungsschritte? Das ist das Wichtigste für die Konjunktur. Und diese Rückzahlung, die halte ich jetzt eher insgesamt für die staatliche Handlungsfähigkeit und die Einschränkung der Haushalte für problematisch. Aber konjunkturell, ich meine, man muss sagen, nach den Schätzungen, die es gibt im Moment, ist vermutlich so, dass, sagen wir mal, 0,3 bis vielleicht 0,5% Punkte vom BIP am Ende das zulässige Defizit geringer ist als ohne die Rückzahlung, wenn man das über Bund und Länder aufsummiert. Und auch die Zahlen alle so stimmen, und werden wir noch sehen. So, dann ist natürlich die Frage jetzt,
also 0,3 oder 0,5 Prozentpunkte vom BIP als einmaligen Impuls ist jetzt nicht so schlimm wie die 1, 2 oder 3 Prozentpunkte, von denen ich eben gesprochen habe. Das heißt also, konjunkturell, glaube ich, ist es nicht so schlimm, aber es schränkt natürlich die Spielräume der Haushalte ein. Und vor dem Hintergrund ist es klug, wenn man schon die Schuldenbremse nicht ändert, dass man die Tilgungszeit, den Tilgungszeitraum so lang wie möglich wählt. Und das ist ja auch immer wieder lustig übrigens, all die Freundinnen und Freunde der Schuldenbremse auch im, sagen wir mal, eher vielleicht linken Lager, die dann immer schnell da wieder zurück wollen, dann ganz solide sein wollen. Also Schwarz-Gelb hat sich in der Vergangenheit selten darum gekümmert, um diese Regeln. Das schwarz-gelbe Nordrhein-Westfalen hat sich zum Beispiel 50 Jahre Tilgungszeitraum gegönnt und ist damit am großzügigsten. Und ich erinnere auch daran, dass die schwarz-gelbe Bundesregierung 2009, als sie ins Amt kam, da war die Schuldenbremse gerade ein paar Monate alt. Da hat sie sofort mit Tricks gearbeitet, um nicht stark konsolidieren zu müssen und noch Raum für Steuersenkungen zu haben, die sie gerne machen wollten. Also von daher, das wollte ich gerne auch nochmal loswerden, diese Worte. Ansonsten ist das natürlich mit der nominalen Tilgung der Schulden sowieso eigentlich Quatsch. Man muss eigentlich aus den Schulden rauswachsen. Und ich wäre da jetzt auch, wenn ich mir die Parameter anschaue, relativ optimistisch, dass das gut gelingen kann. Selbst wenn jetzt die Parameter oder die Rahmenbedingungen nicht ganz so günstig sein sollten wie nach der Finanzkrise. Man darf auch nicht vergessen, nach der Finanzkrise hatten wir 82% Schuldenstandsquote 2010. Jetzt sind die Prognosen eher so 72% oder irgendwas eben ein bisschen über 70. Das ist offenbar deutlich weniger und im internationalen Vergleich noch mal viel weniger, relativ gesehen, als in der Finanzkrise. Also da muss man sich um die Schuldenstände keine Sorgen machen und diese Tilgungsverpflichtung ist natürlich ökonomisch eigentlich nicht gut zu begründen. Was jetzt ein Beweisfoto? Ja, ich will das ja twittern, oder? Okay. Oh. Ja, jetzt kommen zwei spannende Fragen. Wie wird man Sachverständigenratsmitglied? Also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich wurde mal in einem schriftlichen Interview gefragt, wie wird man Wirtschaftsweise mit AI geschrieben? Da war meine Antwort, man muss Vater und Mutter erschlagen. Aber... Die Leute haben oft Schwierigkeiten mit den Wirtschaftsweisen, das richtig zu schreiben. Also Wirtschaftsweise kann man relativ nach, also jedenfalls das wird die Antwort auf die Frage, wie man Wirtschaftsweise wird. Aber wie man jetzt Sachverständigenratsmitglied wird, kannst du ja gerne sagen. Und die Frage, die ja auch ganz spannend ist, wie sieht nun der Alltag im Sachverständigenrat aus? Okay, also formal ist es so, man wird vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung ernannt. Und dafür muss man natürlich nominiert werden. Und für die Nominierung gibt es jetzt grob sagen wir mal, drei Möglichkeiten. Entweder man wird von der Bundesregierung tatsächlich nominiert. Das betrifft drei der Positionen im Rat. Die andere Möglichkeit ist, man wird von der Arbeitgeberseite vorgeschlagen und nominiert und dann ernannt. Und die dritte Möglichkeit ist, man wird von den Gewerkschaften vorgeschlagen, nominiert und dann ernannt. Und sowohl bei Peter Bofinger als auch bei mir war es so, dass wir von den Gewerkschaften, vom Deutschen Gewerkschaftsbund vorgeschlagen worden sind. So, und da gibt es natürlich noch ein paar formale Voraussetzungen. Also man soll besondere Fachkenntnis im Bereich der VWL offenbar oder offensichtlich mitbringen. Das dürfte erfüllt sein. Und dann ist es natürlich noch so, die konkrete Arbeit sieht so aus, man trifft sich jeden Monat mindestens einmal und sagen wir von Januar bis August ist das ein, zwei Tage. Da werden halt schon mal relativ früh im Jahr Themenschwerpunkte festgelegt. Es gibt auch im März ein Konjunkturupdate, das besprochen wird. Und dann werden schon auch übers Jahr erste Kapitelentwürfe für die Themen, die im Gutachten besprochen werden sollen, werden schon formuliert und diskutiert. Und dann kommt die verschärfte Phase September,
Da gibt es dann auch nochmal Anhörungen bei Bundesministerien und bei Verbänden, wo man das sich nochmal austauscht. Und ab dann geht es in die heiße Phase, wo dann wirklich mehrere Versionen der Kapitel jeweils gelesen und diskutiert werden. Und da ist man dann durchaus auch 3 oder 4 Tage die Woche vor Ort oder zumindest live zugeschaltet, so wie jetzt auch. Und ja, da ist auch durchaus Nachtarbeit angesagt. Und wenn man da Minderheitsvoten schreibt, die schreibt man eigentlich regelmäßig eher, sagen wir, nicht zu günstigen Arbeitszeiten. Ne? Das ist dann klar. Und tatsächlich auch so, hatte Peter Bofinger auch schon gesagt, es ist viel Arbeit, das war mir selbst auch nicht klar. Also nicht, dass es nicht viel Arbeit ist, das war mir schon klar. Was mir nicht klar war, ist, wie viel man eigentlich liest. Ne, weil das sind jetzt 400 Seiten von der regulären Stärke und man liest ja tatsächlich jedes Kapitel mindestens 3 oder 4 Mal. Da gibt es erst eine Gliederung, Punktation mit Stichworten, dann eine erste, eine zweite und eine dritte Version und dann liest man am Ende nochmal eine Endversion Korrektur. Also man hat am Ende unendlich viele Seiten eigentlich gelesen und hat natürlich auch viele Bälle in der Luft, dann weil man eben bei ganz verschiedenen Themen dabei ist. Schon viel. Und wenn man Pech oder Glück, je nachdem, hat man ja auch noch Sondergutachten. Wir hatten jetzt im März letzten Jahres das Sondergutachten zur Corona-Krise. Das haben wir sozusagen selbst von uns aus eingebracht, weil es oft zu unserer Aufgabe gehört, wenn die Ziele des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes verletzt zu werden drohen, erheblich, dass wir dann Sondergutachten schreiben müssen. Und im Jahr davor haben wir ein Sondergutachten zur Klimapolitik geschrieben. Das war auf Bitten und Initiative der Bundeskanzlerin bzw. der Bundesregierung, dann im Auftrag der Bundesregierung. Und das ist natürlich dann nochmal was dann nochmal zusätzlich kommt, wo man auch dann nochmal mehr liest und mehr diskutiert und noch mehr schreibt. Gut. Was haben wir denn noch? Eine ganze Reihe von Fragen. Vielleicht eine, die auch ganz spannend ist. Ist es nicht bedenklich, dass China sich von der Covid-Situation wirtschaftlich viel schneller erholt? In welchen Entscheidungspunkten geht China hier in der Krise besser um? Welche Positionen könnte man auf EU-Ebene umsetzen? Naja, ich weiß nicht, ob das bedenklich ist. Also wenn China sich nicht so gut erholt hätte, dann sähe es mit unseren Exporten auch deutlich schlechter aus. Das heißt, dass China und die anderen Staaten in Asien sich da gut durchgekommen sind und sich schnell erholt haben, ist für uns eigentlich im Augenblick ja gut für unsere Wirtschaft. Insofern, glaube ich, muss man sich da erstmal wenig Sorgen machen. Die Probleme mit der Industriepolitik oder Wettbewerbsfähigkeit, die schon angesprochen worden waren, die muss man sich natürlich nochmal angucken. Ja, was kann man lernen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ist ja eine schnelllebige Zeit und durch Twitter nochmal schnelllebiger und es gibt sehr viel schlaue Menschen, die sich zu jeder Tages- und Nachtzeit zu allem und jedem äußern und da wissen auch alle mal ganz super gut, wie das mit der Wirtschaft funktioniert und auch, wie man die Pandemie am besten bekämpft und welche Maßnahmen man braucht. Das ist dann extrem schwierig, da den Überblick zu behalten. Die Chinesen sind natürlich, nachdem wie viele andere asiatische Staaten auch, mit eiserner Härte gegen die Pandemie eingeschritten. Das ist aber natürlich etwas, was sich in unserer demokratischen Ordnung verbietet. Und ich glaube, dass Deutschland bislang, na, zumindest bis vor einem Monat noch, ja wirklich recht gut durch die Krise gekommen ist. Und es ist jetzt eben entscheidend, da weiter gut durchzukommen und auch die Infektionszahlen weiter einzuschränken. Und ich glaube, dann wird man hinterher, kann man da Evaluationen machen. Aber ich glaube insgesamt, dass es sozusagen in Echtzeit sehr schwierig ist, da jetzt Schlussfolgerungen zu ziehen. Und da gab es auch Leute, die haben dann immer gesagt, ja, Südkorea hat so toll gemacht, auch Japan. Ich kann dazu nicht wenig sagen. Ich finde auch, Ökonominnen und Ökonomen sollten sich auf das eigentlich üblicherweise beschränken, wo sie sich auskennen. Und das sollte dann die Ökonomie sein. Und was so eine Pandemie angeht und die Entwicklung da, wäre ich persönlich recht vorsichtig. Aber was ich mitbekommen habe, ist ja, die schreiten natürlich extrem stark ein. Da ist es auch mit Datenschutz und Persönlichkeitsrechten nicht weit her zum Teil.
auch, wie ich es mitbekommen habe, auch in Südkorea zum Teil nicht, wenn Leute einfach 2 Wochen in ein Hotelzimmer gesteckt werden und dann kriegen sie dreimal am Tag wird ihnen Essen gereicht und das war's dann, ne, weil die Corona-App irgendein Risiko angezeigt hat. Also da, das ist schon sehr brachial. Und da muss man ja sagen, es scheint ja auch so zu sein, dass die Krankenhauskapazitäten offenbar nicht so groß ausgeprägt sind, sodass sie vielleicht auch diese Maßnahmen fahren müssen. Das ist zumindest das, was ich, das ist jetzt aber mein laienhaftes Verständnis, und wenn das jemand besser weiß, dann kann er oder sie gleich sagen, Truger hat erzählt Unsinn. Aber da sind ja aus Seoul und aus Tokio gab es ja schon die Nachrichten, dass da die Bettenkapazitäten schon stark eingeschränkt sind. Und das eben bei Infektionszahlen, die weit unter unseren jetzt liegen. Vielleicht ist das auch etwas, was man im Nachhinein dann nicht als modellhaft feststellen wird. Aber das muss man dann nochmal genau angucken. Ich glaube, im Moment kann man dann nur auf Sicht fahren. Und ich muss auch das nochmal sagen, ich glaube, die Kanzlerin insbesondere war da sehr viel vorsichtiger und vorausschauender als manch andere. Und ich glaube, wenn die Politik früher auf den Kurs auch der Bundesregierung gerade in den Ländern eingeschwenkt wäre, dann wären wir wahrscheinlich einige Wochen oder vielleicht auch einen Monat früher dran gewesen und hätten wahrscheinlich viel Leid verhindern können. Also da haben wir eben, glaube ich, einfach doch, das ist aber auch normal in der Demokratie, da wird halt diskutiert und da muss man immer abwägen. Und ich glaube, das Virus scheint doch schlimmer zu sein, als manche erwartet haben. Wäre man vielleicht besser früher noch eingeschritten. Aber wie gesagt, das ist eben etwas, was man dann hinterher besser weiß. Aber es ist schon wirklich eine dramatische Situation. Und da richtige Entscheidungen zu treffen, ist schwierig. Ist wirklich schwierig. So, wir biegen jetzt in die Zielgerade ein. Ich denke, wir wollen so ein Viertel vor dann auch Schluss machen. Vielleicht eine Frage noch, die ganz spannend ist. Denken Sie im Hinblick auf die Klimakrise über eine Postwachstumsökonomie nach? Ja, genau. Ja, ich habe mich da schon mal geäußert. Erstmal vielleicht in 2 Schritten. Erstmal finde ich es sehr, sehr gut, dass der Sachverständigenrat sich jetzt schon 2-mal, wie ich finde, deutlich progressiver als in der Vergangenheit zur Klimapolitik geäußert hat. Also aus meiner Sicht ist, wenn auch jetzt nicht alles toll ist, was darin steht, aber das Sondergutachten zur Klimapolitik aus dem letzten Jahr ist aus meiner Sicht ein Meilenstein gewesen. In der Vergangenheit hatte ich häufig den Eindruck, dass der Rat im Wesentlichen gesagt hat, das Klimaproblem ist ein globales Problem. Globales Freerider-Problem muss global gelöst werden und nationale Ziele können da eher problematisch sein. Der Rat hat sich da zu den deutschen nationalen aus den EU-Zielen und den Lissabon-Zielen abgeleiteten der Paris-Zielen, meine ich, der Kyoto-Protokoll, das meine ich, zu den Zielen bekannt. Und hat dann relativ pragmatisch aufgezeigt, wie man das erreichen kann. Das fand ich erstmal einen Schritt. Und wir sind jetzt mit der Industriepolitik und der Sektorkopplung auch nochmal einen echten Schritt weitergekommen. Das finde ich alles sehr progressiv und gut. Die Frage ist halt, ob das ausreichen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Frage, ob wir weiter so wachsen können wie bisher, ohne dass wir mit den Klimazielen ein Problem bekommen, ob das so weitergehen kann, die kann ich nicht beantworten. Also ich sehe halt sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente und ich weiß es nicht. Wenn es so wäre, dass wir nicht mehr wachsen dürften oder schrumpfen müssten, dann wäre es aber natürlich ein großes Problem, weil wir leider bisher nur gelernt haben, wie wir krisenhaft schrumpfen. Also sprich, wie das mit großen beschäftigungspolitischen und sozialen Problemen einhergeht. Und weil wir bisher kontrolliertes Nichtwachsen oder Schrumpfen noch nicht hinbekommen haben. Also wenn das tatsächlich gefordert sein sollte,
dann wäre das eine Riesenherausforderung. Und da würde ich dann aber noch also großen Bedarf sehen, das wirklich nochmal zu beleuchten. Da habe ich auch noch keine überzeugenden Rezepte zu gesehen. Die Hoffnung wäre tatsächlich, dass mit einer entschlossenen Klimapolitik man wirklich die Entkopplung hinbekommt von Wachstum und Klimaschäden. Und das muss man aber auch entschlossen angehen. Und da ist das, was im Moment auf den Weg gebracht ist, natürlich auch noch nicht ausreichend. Gut, eine Frage noch. Ich kann auch immer keine kurzen Antworten, aber wenn solche Fragen gestellt werden, ich bin ja auch weise und da muss ich jetzt auch viel sagen. Dann, ne? Absolut, nein. Vielleicht noch die letzte Frage. Was halten Sie von den Menkju-Lehrbüchern? Ich weiß nicht, da gibt es so einen deutschen Professor, ich glaube aus Würzburg oder so, der da in letzter Zeit sehr aktiv ist und die sehr stark kritisiert. Und mein Eindruck ist, dass er eigentlich schon alles dazu gesagt hat. Nein, also es gibt ja wirklich diese auf Makronom erschienen und eben als Twitter-Serie die Kritik. Und das finde ich sehr spannend. Und ich bei manchen Punkten weiß ich gar nicht, ob ich die manche Kritik so stark sehen würde, aber manche andere finde ich eben extrem gerechtfertigt. Und ich glaube, es wäre wichtig. Also sagen wir mal so, wenn Volkswirtschaftslehre nur anhand dieser Lehrbücher gelehrt würde, dann hätten wir ein echtes Problem. Also das wäre sicherlich total eingeschränkt und mit viel zu engem Horizont. Also ich kann auch ein bisschen Eigenwerbung machen, wer sich dafür interessiert. Wir haben am nächsten Dienstag um 17 Uhr eine Diskussion mit Rudi Bachmann, wo ich also meine Position vertrete. Rudi Bachmann kritisiert das. Rudi Bachmann ist jemand, der den ganzen Tag im Twitter-Raum aktiv ist und immer sehr kritisch austeilt. Also ich bin gespannt, wie das stattfindet. Aber jedenfalls, wir tun das auch nochmal jetzt für die Studierenden, tun wir auch diese Diskussion nochmal dann bekannt geben. So, jetzt würde ich sagen, machen wir hier aber einen Punkt. Das war eine super spannende Diskussion, ganz toll. Also ich habe nie erlebt, dass so viele gute Fragen jetzt bei einer Veranstaltung gekommen sind. Du hast dich total toll geschlagen. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Also tausend Dank. Üblicherweise bekommt man in Würzburg kein Sachverständigenratsgutachten überreicht, sondern man bekommt eine Flasche Buchsbeutel als Geschenk. Und wir werden dafür sorgen, dass ich das jetzt nicht durch den... Aber das ist nicht nur durch den Äther kriegen, werden wir dafür sorgen, dass du das auch zugestellt bekommst. Und vielleicht haben wir dann die Gelegenheit, einen anderen Buchsbeutel dann mal gemeinsam zu trinken, wenn wir wieder normale Zeiten haben und du dann tatsächlich auch in Person nach Würzburg kommen kannst. Also total spannend. Wir kriegen auch jetzt hier auf dem Chat ganz viele, viele, viele super Danke für die guten Antworten. Vielen Dank. Also ja, ich sehe das auch so, war wirklich toll, toll und spannend. Herzlichen Dank und dann danke ich mich auch bei den Studierenden, die alle jetzt so engagiert sich beteiligt haben. Die Diskussion lebt ja auch von den Fragen. Und ja, das hat wirklich Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und eine gute Woche und hoffe, Achim, dass wir vielleicht in einer nicht zu langen Zeit tatsächlich mal das schaffen, dass du auch dann präsent in Würzburg bist und dass wir das mal wiederholen können. Also herzlichen Dank und schönen Abend für alle Beteiligten. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.